Urheberrechten ist zweifellos wichtig, aber Uploadfilter sind wahrscheinlich der denkbar schlechteste Weg, um die Akzeptanz für Urheberrechte zu bewahren. Das ist unstrittig und war auch allen Beteiligten klar. Und trotzdem hat diese Bundesregierung, getragen von Union und SPD, diese Zensurrichtlinie unterzeichnet. Und entgegen ihrer Ankündigungen, ja, haben sie leider auch nichts dagegen unternommen. Und das, tut mir leid, ist beschämend und das verurteilen wir zutiefst. Herr Kollege, erlauben Sie eine? Nein. Nichts tun, nichts tun, nichts tun ist Machtmissbrauch. Das galt nicht nur im Wahlkampf, sondern gilt auch insbesondere in Debatten wie diesen. Und ganz eindeutig sind Uploadfilter ja der falsche Weg. Das haben Sie bereits in Ihrem Koalitionsvertrag so festgeschrieben. Und auch viele Abgeordnete von Union und SPD haben sich ja dementsprechend in den Medien so geäußert. Ich frage mich dann nur, warum tun Sie nichts dagegen? Sie verstecken sich hinter Ihrem Modell und sagen, ja, das regeln wir mit irgendwelchen pauschalisierten Vergütungsansätzen, obwohl klar in dieser Richtlinie feststeht, dass halt eben gesetzlich vorgeschriebene Pauschalvergütungen halt eben nicht in Ordnung sind. Und da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, da ist Ihr Modell dann einfach schlichtweg verlogen und macht es nicht besser. Und auch noch mal in Richtung der Sozialdemokratie. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, wir haben das bereits im Europawahlkampf getan und wir werden das auch in jedem weiteren Wahlkampf tun. Ja? Wenn Sie weiterhin behaupten, Sie sind gegen Uploadfilter und wenn dann Ihr Ministerium in dieser Bundesregierung von Ihnen getragen diese Richtlinie maßgeblich mit zu verantworten hat, ganz ehrlich, dann ist Ihre Glaubwürdigkeit so ruiniert, dann brauchen wir da gar nichts mehr weiter zu diskutieren und daran werden wir Sie jedes Mal erinnern.